Warte mal. Kann ich das nicht so nutzen? So, und jetzt greif an. Ach, egal. Nehme ich jetzt einfach einen Stein. So. Und funktioniert das nicht so? Hilfe! Hilfe! So. Oh, komm her. Oh, warten, bis es sich ausgedreht hat. So, jetzt. Oh Gott, 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 ich hasse diesen Gegner, ich hasse diesen Gegner. Und weg hier. Also alles nur von Herzstyle. Ich möchte noch was ansagen, was jedes Mal bei mir im Open World Abschnitt ist. Ich folge nicht der Story. Oh, das ist so ärgerlich. Phoenix kann davon ein Lied singen. Dauert noch 100 Jahre. Ist ja immer noch nicht down. Kann ich den Herz eigentlich abwerfen? Oder vom Freund. Und los. Aua. Oh, geht doch down. Na, Halleluja. Ich glaube, da brauche ich jetzt einfach nur einen kleinen Sprungfeld. Wo sonst ist hier nichts? Jetzt auch noch nach unten. Oh. Ach, hier bauen wir jetzt schon. Wissen gerade ist das schon ein bisschen linear. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da eigentlich. Kommst du her? Kommst du bitte her? Nice. Was haben wir denn hier? Ein Guai. Ich nenne dich auch sofort Gary. Irgendwie erinnert mich jetzt irgendwie an Hello Neighbor. Weiß auch nicht warum. Kreist geduldig über der Ebene von Hyrule, um dann blitzschnell Beute mit seinem Schnabel aufzuspeisen. Auf zu spießen. Warte. So. Und zurück. Und Sipoku. Oh, das Gebiet ist so groß. I love it. So, oben sieht interessant aus. Hauptsache, ich bin einfach mal hier.
bin überall und nirgendwo. Was ist das denn? Hallo! Hallöchen, ich bin der Stempelmann. Stempel sind mein Leben. Es gibt in ganz Hyrule keine größere Stempelexperten als mich. Du fragst dich sicher, was das hier ist, oder? Das ist eine Stempelstation. Jawohl, ja. Es ist nirgendwo schöner, stempeln zu gehen. Es geht einfach nichts über Stempel. Dieses unbeschreibliche Gefühl, wenn man einen aufs Papier drückt. Und dafür wird man mit einem super schönen Bild als Andenken belohnt. Es gibt echt nichts Besseres. Außer vielleicht Nintendo Alamo. Genau deshalb bin ich fleißig herumgereist und habe an verschiedenen Orten Stempelstationen eingerichtet. Jetzt veranstalte ich eine Stempeljagd, bei der es darum geht, all die Stempelstationen aufzusuchen. Wenn dich das nicht überzeugt hat, weiß ich auch nicht. Du bist doch jetzt sicher ganz heiß darauf, auf Stempeljagd zu gehen, oder? Oder? Warum nicht? Natürlich willst du stempeln. Als allererstes brauchst du eine Stempelkarte. Ohne kann man nicht auf Stempeljagd gehen. Du hast die Einsteiger-Stempelkarte erhalten. Ach, du liebes Bisschen. Wenn das die Einsteiger-Stempelkarte ist, will ich gar nicht wissen, wie viele Stempel man sammeln kann. Sind das meine 900 Crocs? Stempelkarte für Stempeljagd-Neulinge vom Stempelmann in liebevoller Handarbeit gebastelt. Endlich zahlt sich der ganze Aufwand aus, den ich betrieben habe. Dann stempel mal drauf los, was das Zeug hält. Zeig mir, was in dir steckt. Jawohl, ja, so wird gestempelt und nicht anders. Wo immer du eine Stempelstation entdeckst, hol dir dort deinen nächsten Stempel. Ich habe übrigens keine Stempelstation in Gebäuden, Höhlen oder unter Wasser aufgestellt, nur damit du es weißt. Okay, dann weiß ich Bescheid. Die Stempeljagd soll dich ja nicht in Gefahr bringen, sondern Spaß machen. Für das Füllen der Stempelkarte bekommst du von mir eine Belohnung. Na, das sollte dich doch mal motivieren, fleißig Stempeln zu sammeln, was? So, bitte schon weitermachen. Auf zur Stempeljagd. Hallo. So, dann reden wir mal mit ihr. Nachdem du den Weg für mich freigeräumt hast, habe ich die halbe Farm ohne weitere Probleme erreicht. Jetzt werde ich erst einmal etwas reiten und dann ganz viel von der super leckeren Milch hier genießen. Betonung, ich wollte eigentlich zur Wüste. Eines unserer Pferde ist verschwunden. Du solltest mal mit meinem Großvater sprechen. Er kann dir mehr darüber erzählen. Wo ist es nur? Du hast eine Nebenquest. Okay. Hallöchen, Pferdchen. Ich kann aufsteigen. Pferde reiten. Stelle dich neben einem Pferd und steige mit Hilfe von A auf. Mit L kannst du es lenken. Bewege L entgegen der Laufrichtung, um anzuhalten. Drücke B, um abzusteigen. Ja, ich hab mein Pferdchen. Ja. Hier kann ich auch mit Kühen reiten? Juhu. Ich kann noch mit Kühen reden. Eines der Pferde von unserer Farm ist entlaufen. Wir haben schon überall gesucht, aber können es einfach nicht finden. Ich nehme die Nebenquest an mich. Oh, guten Tag, Reisende. Willkommen auf der Hyrule Farm. Eigentlich verleihen wir hier Pferde, aber im Moment haben wir andere Probleme. Eines unserer vierhufigen Freunde wird nämlich vermisst. Sonst läuft das Tierchen immer westlich der Farm auf der Ebene herum, aber diesmal ist es nicht von dort zurückgekommen. Unsere ganze Familie hat sich auf der Suche beteiligt, aber wir konnten es nirgendwo aufspüren. Also wenn du unserem Pferd irgendwo begegnest, könntest du es vielleicht zur Farm bringen? Das
Ist das auch so auf der Karte bezeichnet, dass ich zur Besten muss? Hm. Natürlich nicht. Oh, Krüge. Ihr wisst, was das bedeutet. Hm. Einmal zerstören. Ah, diese Spieluhr hat deine Neugierde geweckt. Die Klänge, die sie erzeugt, sind wirklich wunderschön und sie ist der aktuelle Preis für das Fahnenrennen. Beim Fahnenrennen handelt es sich um ein besonderes Rennen, das wir hier auf der Farm veranstalten. Vielleicht möchtest du es ja auch einmal ausprobieren. Du musst dafür allerdings ein eigenes Pferd mitbringen. Okay. Höchstwahrscheinlich kriegen wir das Pferd, was wir finden. Würde ich jetzt mal davon ausgehen. Westlich von hier. Okay, dann gehen wir nochmal westlich von hier. Es wäre aber schön, wenn er einfach mal hier bleibt. Damit ich weiß, wo ich schon überall war. Warte mal. Karte. Markiere mal hier. Das hier für Stempel. Damit ich weiß, ich habe hier schon einen Stempel. So westlich. Was ist gut denn? Einfach einen Kristall der Stärke halten. Ich bin nicht mehr zur Wüste möchte. Aber Pferd hat Vorrang. Ich glaube, da ist das Pferd. Okay, was fährt denn da raus? Man, der kann ja schlecht auf dem Bett drauf, oder? Ja, warte. Sorry, Pferdchen. Oder doch? Okay, eine Sekunde. Dann baue ich uns mal hier ein Bett. Nochmal ein Bett. Und dann hier ein Bett. Mal gucken, ob das reicht. Nee. Yes, geschafft. So, ich habe Ehrenpferdchen gefunden. Das ist meine Belohnung. Ah, da ist ja unser Ausreißer. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich stehe in deiner Schuld. Wie ist es nur dorthin geraten? Ich bin dir wirklich dankbar und ich bin sicher, dem Pferd geht es genauso. Wenn du es möchtest, kannst du uns von nun an jederzeit ein Pferd von uns leihen. Ganz umsonst. Das ist praktisch, wenn du möglichst schnell ans Ziel kommen möchtest oder eine weite Reise vor dir hast. Such dir einfach ein Tierchen aus und steig auf. Diese Stute hat jemand bei uns im Obhut gegeben. Die können wir leider nicht verleihen. Bitte such ein anderes Pferd aus, ja? Wahrscheinlich ist es mein Pferd. So,
Einmal kurz Karte aufrufen. Dann können wir mal hier lang gehen. Ne? Bisschen Karte aufdecken. Aber andererseits, wenn ich so viel aufdecke, schaue ich mich dann hinterher nicht mehr um. Also gehen wir dahin, wo wir eigentlich zuallererst hin wollten. Nämlich zur Wüste. Zumindest haben wir jetzt unser Pferd. Ich mich nochmal hier kurz um ein bisschen, ob hier noch irgendwas ist. Ja, komm, gehen wir zur Wüste. Schnell weg hier. Wir wollten jetzt zur Wüste. Ein bisschen vom Weg ab. Komm, das gebe ich zu. Gebe ich schon zu. Ich bin ein bisschen ab. Aber nur ein bisschen. Was eigentlich bin ich absteigen? Was hier? Wunderschön. So, das ist mein Lieblingsecho. Pekra gemerkt. Vogelmonster, das sich von erhöhter Warte auf Reisende stürzt, um ihnen ihre Rubine zu stehlen. Na. Böse. Na los. Aua, eine Rubine. Jetzt haben wir eine Rubine. Ach, Mist. Mach ein Blatt. Ich nehme eine Rubine zurück. Ist wirklich, ich klicke mir einfach meine Rubine. Oh, da ist eine Truhe. Im Jahr. Können wir mal machen? Ganz schön. Nicht die Steine da wegbewegen? Kann ich nicht? Ist hier oben vielleicht noch was? Weiß nicht. Was jetzt so richtig ist, ich gehe mal wieder zurück. Und komm her. Na los, greif ihn an. Wunderschön. Und wieder zurück. Und ihr wisst, was das bedeutet. Zeit für Action. Und warte mal. Boah, sollte reichen, oder?
The Legend of Zelda. Warte mal, ich kann mich ein bisschen ausruhen, ne? The Legend of Zelda. The Better.